Willkommen bei Akte 0341, der Ausgabe der 41. Kalenderwoche. Du singst wie Kermit, wenn ihm einer hinten drauf tritt. Sowas sagt einer, Dieter Bohlen, der uns mit seinem neuesten Buch hinter die Kulissen des Showgeschäfts blicken lässt. Hinter seine eigenen Kulissen eher ungern. Was auf dieser Musikkassette hier drauf ist, das bleibt geheime Kommandosache und nur für die Ohren seiner eigenen Musiker bestimmt. Damit daraus dann doch goldene Schallplatten, Platin, LPs und CDs werden, dazu braucht es die Hilfe hochtalentierter Studiomusiker. Und einer von denen hat jetzt die Nase gestrichen voll. Er zieht gegen Dieter Bohlen vor Gericht. Akte Show von Martin Lettmeier und Lars Jurezko. Viele Knöpfe und drei Köpfe. Thomas Widrath, Detlef Wiedecke und Rolf Köhler basteln an einem neuen Hit. Die Truppe nennt sich Systems in Blue. Und ihr neuer Song heißt Magic Mystery. Klingen soll er so wie die Chartbreaker aus den 80er Jahren. Ja, hier so eine Grundtonhöhe. A rainy night in heaven. See her smile so bittersweet. Angels sing in at 11. Ja, kommt uns irgendwie bekannt vor. She's my magic mystery. Maybe it's the time for you and me. Und auch der Refrain des neuen Songs, diese Stimmen, irgendwoher kennen wir sie. An der Wand im rustikalen Studio goldene Schallplatten und sogar Platin. Modern Talking lesen wir da und Detlef Wiedecke. Mit herzlichem Glückwunsch von Dieter Bohlens Plattenfirma BMG. Sie beide haben jede Menge Gold- und Platin-Schallplatten bekommen für Modern Talking. Wofür haben Sie die gekriegt? Für unsere Mitwirkung bei allen Modern Talking-Alben bis zum Jahre 2000 als Sänger. Als Sänger? Hat Herr Bohlen auch als Sänger mitgewirkt? Darüber kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil da gibt es eine Vereinbarung, darüber kann ich nicht sprechen. Herr Köhler, können Sie dazu was sagen? Ich bin auch an diese Vereinbarung gebunden und darf darüber nicht reden. Modern Talking, kein Duett, sondern ein Quintett. Thomas Anders Gesangspartner sind Detlef Wiedecke, Rolf Köhler, Michael Scholz und Birger Corleis. Die ersten drei dürfen aus Vertragsgründen nichts sagen. Nur Birger Corleis hat kein Sprechverbot. Er hat sich ja immer als Interpret ausgegeben und hat sich auch die Lorbeeren dafür geerntet, obwohl er definitiv Interpret ja nie war. Er war Komponist, Produzent, ein sehr guter Verkäufer, aber Interpret in dem Sinne war er nicht. Birger Corleis, 48, Berufsmusiker. Bei den ersten 6 Modern Talking Platten ist Corleis als Sänger dabei. Doch mit den zarten Tönen ist jetzt Schluss. Gemeinsam mit seinem Rechtsanwalt will er endlich nichts als die Wahrheit hinter den Kulissen von Modern Talking. Heute, 7. Oktober, sollte sein großer Tag sein. 10 Uhr, Kammergericht Berlin. Der Prozess gegen Dieter Bohlen. Um wie viel geht es? Wenn Sie jetzt ausgehen von 100 Millionen, ein Viertel Prozent ist doch schon beachtlich. Birger Corleis gegen BMG Berlin und gegen Dieter Bohlen. Und 2 Fragen sollen endlich vor Gericht geklärt werden. Wer singt bei Modern Talking? Und wer sind die Urheber der Modern Talking Musik? Die da definitiv lediglich auf einen Titel gesungen, auf der ersten LP, und ansonsten nicht einen einzigen Ton. Kaum zu glauben. Lediglich ein Titel von Dieter Bohlen gesungen? Nur ein Lied auf der ersten LP? Das soll das Lied sein. You tell me it's not the end. Bury the love. Aber wir hören und sehen Dieter Bohlen doch immer singen, neben Thomas Anders, in all den schönen Videos. Wie kann das sein? Meinetwegen sind Videogeschichten, Thomas singt sein Part und immer wenn der Part kommt, wo Dieter den Mund aufmacht und so tut, als wenn er singt, sind das unsere 4 Stimmen. Und von Tita ist da eigentlich gar kein Anteil dabei.
Also nur die Lippen bewegen, ohne zu singen? Was sich bei Modern Talking bewährt hat, das übernimmt Dieter Bohlen zum Teil auch für seine Karriere als Solosänger. So tun als ob bei Blue System. Milli Vanilli, die flogen auf und es war ein Skandal. Und auch Herr Bohlen hat sich damals aufgeregt, tierisch. Tierisch drüber aufgeregt. Rückblick 1990. Milli Vanilli, der Schwindel um das erfolgreiche Duo, fliegt auf. Die bewunderten Popstars Rob und Fab sind nur Synchronlippenbeweger, die keinen Ton von sich geben. Ein Skandal. Ihre CDs werden öffentlich platt gemacht. Und die edelmütige Showbranche jagt die beiden stimmlosen Schönlinge als Betrüger zum Teufel. Allen voran Dieter Bohlen. Zitat: Was Milli Vanilli gemacht haben, ist kriminell. Man darf mit Teenie-Träumen nicht so umgehen. Ich war als Teenie der totale Beatles-Fan. Wenn mir einer gesagt hätte, Paul McCartney singt nicht selbst, wäre meine Welt zusammengebrochen. Ich bin sicher, die Millis sind eine Ausnahmeerscheinung im Geschäft. Es gibt vielleicht ein paar Einzelfälle, aber die berühmt sind, machen das nicht. Wenn Herr Bohlen das, was bei Milli Vanilli passiert ist, als kriminell bezeichnet, ist es dann gerechtfertigt, auch das, was bei Modern Talking und Blue System passiert ist, kriminell ist? Ja, er hat es ja als kriminell bezeichnet. Wenn man seine moralischen Maßstäbe ansetzt, müsste man es so interpretieren, ja.